Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Hassenzahl, ich bin zertifizierte Finanzplanerin und ich darf Sie recht herzlich zu diesem heutigen kurzen Video begrüßen, in dem es um das Thema Versorgungswerk, Anwartschaften an das Versorgungswerk und ganz konkret um ein ganz aktuelles Thema, nämlich die Kürzung der Anwartschaften durch die Versorgungswerke gehen soll. Ich habe Ihnen mitgebracht einen ganz konkreten Fall aus meiner täglichen Beratungspraxis, an dem man sehr, sehr deutlich sieht, dass das Thema Niedrigzinsumfeld, was für uns alle ja doch keine Neuigkeit mehr ist, das heißt das Thema, es gibt keine Zinsen mehr auf dem Tagesgeldkonto, es gibt keine gute Verzinsung mehr im Bereich der risikoarmen bzw. risikofreien Anleihen etc. Das alles ist ja ein Phänomen, das uns allen nicht mehr neu ist, aber eben dieser konkrete Fall zeigt ganz deutlich, es hat auch Auswirkungen auf andere Bereiche unseres Vermögens, Bereiche, bei denen es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass eben dort auch diese Auswirkungen gegeben sind. Denn ich höre es ganz oft von Kunden oder gerade auch in Neukundengesprächen, dass mir eben Leute sagen, naja, also ich bin davon ja nicht so sehr betroffen, weil ich habe mein ganzes Geld ja sowieso eher im Wertpapierbereich angelegt, eher in Aktien, weil ich weiß ja, dass es im Bereich der Tagesgeldkonten und so weiter keine Zinsen mehr gibt und deswegen habe ich mein gesamtes Geld, was für den Vermögensaufbau dienen soll, ja ohnehin schon in Aktien investiert und deswegen trifft mich das Niedrigzinsumfeld und die Auswirkungen dieses Niedrigzinsumfeldes ja nicht so stark. Da muss man ganz klar sagen, diese Annahme ist in der Regel, egal wie das Gesamtvermögen strukturiert ist, häufig falsch, denn allein im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, aber eben wie wir jetzt an diesem konkreten Beispiel sehen, insbesondere auch bei den Versorgungswerken, ist es eben sehr wohl so, dass ich da ganz klar betroffen bin, egal wie ich mein privates Depot strukturiere, was natürlich trotzdem sehr vorbildlich ist, wenn man hier auch ein gewisses Gegengewicht schafft. Aber hierzu kommen wir gleich dann am Ende nochmal, wenn es darum gehen soll, was es konkret für Maßnahmen gibt, der ganzen Thematik gegenzusteuern. Also werfen wir einen Blick ganz konkret auf das Beispiel, das ich mitgebracht habe. Es handelt sich hier eben jetzt ganz konkret um die Kürzung des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Hessen. Einmal die Mitteilung aus dem 01.01.2017, also für das Jahr 2016. Dort sahen wir eben noch eine Rentenanwartschaftsprognose von 2.456 Euro und im Jahr drauf, also zum Januar dieses Jahres, dann eine Rentenprognose bei völlig gleichbleibender Beitragszahlung, alles identisch, von 2.156 Euro, also konkret eine Kürzung um 300 Euro. In Prozent ausgedrückt immerhin 12,23%, das ist schon eine deutliche Kürzung, würde ich mal sagen, die einfach vorgenommen werden musste. Also es gibt da auch gerade das Versorgungswerk der Rechtsanwälte ist da sehr offen in der Kommunikation. Ein Punkt auf der Webseite, da kann man sich das alles ganz genau durchlesen. Ich blende Ihnen den auch mal ein, dann haben Sie die Möglichkeit, sich einfach mal durchzulesen, was genau die Beweggründe sind. Es wird sehr schön dargestellt, wie sich das zusammensetzt, ob es Alternativen gegeben hätte und so weiter, wie die ausgesehen hätten. Also wirklich, muss ich sagen, von der Kommunikation her sehr gut gemacht, sehr, sehr offen, sehr, sehr transparent, aber de facto in diesem konkreten Beispiel eben eine Kürzung von 300 Euro, also 12,23%. Das bedeutete ganz konkret für die Ruhestandsplanung in diesem Kundenfall, dass bei sämtlichen gleichbleibenden Zahlungsströmen, allen gleichbleibenden Beiträgen an das Versorgungswerk zusätzlich pro Monat 238 Euro gespart werden mussten, um eben diese Lücke zu schließen. Ich lasse jetzt an dieser Stelle mal die Rechnungsmodalitäten weg, ich blende sie Ihnen aber ein, dass Sie das ganz genau nachvollziehen können. Das heißt also, wir haben hier die Thematik, um den Status quo von 2017 zu erhalten, war es eben nötig, dass in diesem Kundenfall 238 Euro zusätzlich aufgebracht werden mussten, einfach nur um diesen Status zu erhalten. Das heißt, kein zusätzlicher Vermögensaufbau, sondern einfach nur Erhalt der Ruhestandsplanung, so wie sie vorher mal war. Das ist schon ein deutlicher Aufwand. Warum war in diesem konkreten Fall die Auswirkung auch so besonders hoch? Weil es ein ganz typisches Phänomen gab, was ich sehr, sehr häufig erlebe. Die Belastung oder die Kürzung fiel nochmal deutlich höher aus prozentual gesehen, weil eine Überzahlung stattgefunden hat.
und auch weiterhin erstmal ja vom Versorgungswerk so unterstellt wird. Das heißt, es wurde nicht nur der für das jeweilige Einkommen notwendige Pflichtbeitrag bezahlt, sondern es wurde bis zur maximalen Obergrenze noch zusätzlich Beitrag bezahlt. Ein Phänomen, das ich ganz, ganz häufig sehe bei Freiberuflern, weil man eben sagt, naja, das Versorgungswerk ist sehr, sehr gut, es ist eine sehr stabile Anlage, aber gleichzeitig eben auch gar nicht mal so defensiv, sondern eben auch ein gewisser Anteil an Aktien. Deswegen, ich überzahle das, weil es ist einfach eine solide Form der Altersvorsorge. Da muss man sagen, in der Vergangenheit sicherlich auch richtig, auch heute noch im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung, sicherlich eine offensivere Struktur. Dennoch, man sieht es ja an einer solchen Kürzung, ist man nicht davor gefeit, denn auch die Versorgungswerke haben eben mit dem Niedrigzinsumfeld zu kämpfen. Das heißt an dieser Stelle mal ganz, ganz kurz einmal für Sie zur Sensibilisierung, schauen Sie mal auf Ihre Rentenanwartschaftsbenachrichtigungen von den Versorgungswerken, vergleichen Sie diese mal, schauen Sie mal, ob da eine Kürzung stattgefunden hat und wie hoch die ausgefallen ist und überlegen Sie sich dann, ob es vielleicht sinnvoll wäre oder auch proaktiv sinnvoll wäre, zumindest eine Überzahlung im aktuellen Umfeld. Das heißt ja nicht, dass man das in 5 oder auch in 10 Jahren, je nachdem wie lange noch bis zum Ruhestand Zeit ist, nicht wieder aufnehmen kann. Aber in einem momentanen Umfeld, in dem damit zu rechnen ist, dass Kürzungen stattfinden und Kürzungen sich überproportional stark auswirken, wenn ich auch noch überzahle, sollte ich mir die Frage stellen, kann ich diese Überzahlung nicht vielleicht lieber nehmen und kann damit etwas aufbauen, was ein Gegengewicht zu meinem Versorgungswerk darstellt, also vielleicht eher ein bisschen mehr sachwertlastig ist, nicht so sehr unter dem Niedrigzinsumfeld leidet, sich vielleicht sogar im gleichen Steuerregime befindet, das heißt also auch in der Schicht 1 Basisversorgung befindet und eben einfach mir das Risiko nimmt, dann von dieser Kürzung überproportional stark belastet zu sein. Soweit an dieser Stelle mal als kleine Anekdote aus der täglichen Beratungspraxis. Selbstverständlich stehe ich Ihnen bei Rückfragen zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen der Geldanlage und Finanzplanung gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.